Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder bei RTL Skispringen 2002 Let's Play mit der 14. Folge. Diesmal ohne Co-Kommentatoren, also ihr müsst wieder mit dem Jockel vorlieb nehmen. Und ja, es geht nach Sapporo, die 17. von 22 Schanzen haben wir jetzt. Und ja, Platz 29 bislang und ich hoffe, dass wir wenigstens eine gute Platzierung noch hinbekommen in den 18, 19, 20, in den verbleibenden 6 Springen. Und ja, 3570 haben wir Kontostand. Ich glaube, das Training hat nicht wirklich viel bislang gebracht. Aber wir werden mal noch versuchen, hier zu wechseln. 40% purer Schnee, machen wir erstmal grober Schnee, 60%. Das andere letztes Mal nehmen wir raus. So. Fangen wir an, grober Schnee. Luftfeuchtigkeit 80%, also feucht, und 9 Grad die Temperatur. Mal gucken. 9 Grad. Da würde das hier schon hinkommen. Ja, dann nehmen wir das hier. Feucht und 5 Grad, das sind 60%, nehmen wir 6 davon. Und 70% und minus 6 Grad. Ich würde eher sagen Mittel. Das würde hier am nächsten kommen. Gucken. Tja, gehen wir hier Geld aus. Mittel. Ja, komm, dann kaufen wir das. Und dann gehen wir so in den Wettkampf. Nach Sapporo. Ob der Jockel hier noch was reißen kann. Sie standen an den Hängen und Pisten, sage ich da mal wieder. So, Silvan Freiholz interessiert uns nicht. Wir wollen mit dem Jockel loslegen. 67% richtig gewichst. Und ab geht's. Naja. Immerhin. 103 Meter, 81,8 Punkte, und wir schauen uns natürlich die Qualifikation nicht an. Da werden wir mal sehen, und wir sind auf jeden Fall erstmal in der nächsten Runde. Das ist schon mal viel wert, und alle unsere Editierten sind mit dabei, wie Blusenblair Leo auf der 46, der Schlüpper Johnny auf der 39, Max Payne 36, Alfred auf der 29, Jimmy Hopkins 27, Joker 26, John Tanner 25, Lee Everett auf der 22, Jake auf der 21, diesmal nicht auf der 22. Und die Top 12, Rickard Riedel, Edda Jönsson hier, Valvo nur auf der 10, Lara Croft auf der 9, Michi Beißler auf der 8, Sue auf der 7, Kenny auf der 6, Kasai auf der 5, Ken Fan war 4, Vito Hölzl 3, Batman auf der 2 und die Deadpool mit fast, ja, über 4 Punkten sogar Vorsprung auf Batman. Also das ist schon mal wieder echt ein Brett. Und ja, wir waren auf Rang 26. Bis dahin können wir auf jeden Fall mal durchlaufen lassen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass mir annähernd hier ein guter erster Durchgang gelingt. Könnte annähernd so wieder gewesen sein. 104,5, sogar ein bisschen weiter. 84,1 Punkte. 18,0 einmal. Einmal 16,5. Die beiden gehen weg. Na, mal gucken. Ja, wir gehen jetzt 10 weiter und fangen mit Horngacher an. Schauen uns mal die
Top 15 ungefähr an im ersten Durchgang. Die Elite wird da natürlich an die rote Markierung springen oder auch nicht. Wie waren das? 106, trotzdem weiter als ich, verdammt. Aber nicht wirklich viel weiter. Also ich denke mal, der Finaldurchgang könnte doch mal wieder erreicht werden. Haben alle hier Schwierigkeiten in der Luft. Auch Tami Kiyoru, 106 Meter. 82,3 Punkte weniger als ich. Das freut mich natürlich. Matija Hautamäki, Platz 7 im Gesamtweltcup. 86,4 km schnell und auch er driftet nach links ab. Kommt aber weiter. 109,5 Meter. Gute Weite. Und jetzt Rickard Riedel, Platz 12 nach der Qualifikation und Platz 10 im Gesamtweltcup. Ach nee, das machen wir erst bei Su. Auch ordentlich. 110 Meter sogar. Riedel legt los und jetzt kommt die Frau, die nicht mehr Auto fahren kann und selbst beim Skispringen noch Geld mit anbringt. Edda Jönstert hier. Ziemlich langsam, glaube ich, unterwegs und nicht so prickelnd. 106,5. So, Valvo, der nächste Platz 4 im Gesamtweltcup. Schlechte Quali, aber das kann sich jetzt natürlich alles steigern. So kennen wir ihn, der Best Austrian Ski Jumper in Town. Aber auch er wird vom Wind nicht weit genug getragen. 106,5 Meter nur. Jetzt kommt Lara Tittencroft. Ordentlicher Sprung mal wieder. Und da flippen sie alle aus. Und 111 Meter. Und jetzt kommt der Michi. Von den editierten realen Personen der zweitbeste. Starker Absprung und hat im letzten Flugdrittel leider verloren. 109 Meter aber. So, kommt jetzt. Vom Donnerbalken losgelassen. Und so. Zieh so, 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 so. Meter. Alles ganz eng da beieinander. Nun kommt Kenny, 56% nur richtig gewichst. Gewachst, natürlich. Aber der Beste von den YouTubern hier. Hält sich gut. Aber landet auch viel zu früh. 107 Meter. Ne, nicht wirklich. Noriaki Kasai. Und der nächste. Ja. Also es geht nicht so weit hier. Es ist dem Wind mitgeschuldet. 106,5 Meter. Aber gute Haltungsnoten. Zweimal die 19,0. Akin Fenwa, The Beast. In der Quali klar vor Valvo. Was wird er jetzt hier zeigen? Hm. 109,5 Meter. Wie Tölzel. Bester Österreicher bislang. Hier in Sapporo. Kann er das bestätigen?
Nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Man 7,5 Meter. Da ist Valvo ganz in der Nähe auf jeden Fall. Und jetzt kommen die Top 2. Ja, jetzt komme ich, Batman. Ich gewinne das Ding jetzt. Wir sind aber im ersten Durchgang. Trotzdem, ich gewinne das Ding. Okay. Wie du sagen. Und Batman. Auch kein überzeugender Spiel. Hä? Was? Doch, natürlich. Oder der Fall bitter. Ja. Ich glaube, weiß jetzt nicht, wer es vorhin war. Hatte auf jeden Fall schon mal jemand 111 Meter. Und jetzt kommt Deadpool. Wird es wieder eine langweilige Veranstaltung werden? Aber ja, er setzt ihn trotzdem noch runter. 100 Punkte, 114,5 Meter, easy listening. Und ich bin auf Platz 20, damit wieder mal ein Finale erreicht. Sehr schön. Wir gucken, wer ist ausgeschieden. Schlipper Johnny ist raus, 38 ist auch Jake nur. Platz 37 erreicht. Jimmy Hopkins ebenso und auch Max Payne. Alfred auf der 26 ist mit dabei, das freut mich wiederum. Ja, wir sind auf der 20. Blusenblärli auf der 19. Hey, Respekt. Edda Jönstedt hier auf der 17. Lee Everett auf der 16. Kenny auf der 15. Goldie auf der 14. Valvo nur auf der 13. Ja, was ist denn da los? John Tanner auf der 12. Horngacher 11. Kasai 10. Wiethölzel 9. Hautamäki auf der 8. Su auf der 7. Lara Croft auf der 6. Akefem auf der 5. Beißler auf der 4. Also auch mit einer starken Vorstellung hier. Rickard Redel auf der 3. Sieh mal an, Batman auf der 2 und Deadpool auf der 1. Und man sieht, die Punkte haben sie dann doch nicht so viel genommen. 99,7 Punkte für Batman und 100,1 für Deadpool, hatte ich eigentlich mehr gedacht. Denn Deadpool ist, glaube ich, 2 bis 3 Meter weiter gesprungen, aber die Noten waren... merkwürdig. Okay, na gut. Ja, also ich werde auf jeden Fall... Ja, Joker und dann... Ja, vielleicht schauen wir uns trotzdem die Top 20 dann an. Aber jetzt wünsche ich mir erstmal Glück, dass ich hier einen halbwegs zweiten guten Sprung hier noch runterbekomme. Oh, war das knapp, war das knapp, war das knapp, war das knapp, war das knapp. Oh. Danke, Japan, danke. Doch, ja, oh Gott, du bist der Robot. 107 Meter, jawohl. Nochmal gesteigert, 91,1 Punkte. Das ist nice. Das war ein guter Wettkampf. Und jetzt Blusenblair Leo, der alte Russe. Das passt ja zum Let's Play. Hallo, ich bin Leo. Ich bringe jetzt mal die Chance runter. Ich bin ja sowieso kaum im Bild. Jetzt mal hier im zweiten Durchgang. Also hoffe ich mal auf eine gute Weite. Oder ich stürze... Ui! Okay. Musste in den Schnee greifen. Das sieht man... Also, es geht tatsächlich, dass auch die hier zwar nicht unbedingt stürzen, aber sie müssen in den Schnee greifen. Holla, die Waldfee. Nakamura als nächstes. Hui, da wäre ich fast gestürzt. Das war nicht sehr schön. Nakamura bleibt schön konstant, aber... Ja. 103 Meter. Schon mal 2 Plätze gewonnen. Sag ich mal. Edda Jönstedt hier. Die nächste. Alle, die weniger als 90 Punkte jetzt hier holen. Edda. Ziemlich guter Zweiter, glaube ich. 105 Meter. Überhaupt nicht. Lee Everett. Nicht gut gewichst. 43% nur, aber ein sehr guter erster Durchgang. Haut ihn noch nach unten. 106,5 Meter, aber auch weniger Punkte. Aber dann ist immer die Frage, wie viele Punkte hat er im ersten Durchgang geholt, um sich das wieder auszugleichen. Kenneth McKenny hier. Nach einem guten Quali-Sprung jetzt doch eher weit wieder zurückgefallen. Gute Flughaltung. Oh, hält sich sehr gut. Hält sich sehr gut in der Luft.
Schöne ruhige Flugkurve. Respekt, 110 Meter. 91,6 Punkte. Also Kenny wird vor uns auf jeden Fall sein. Der Goldi. Der verschnupfte Goldi. Und das nicht im positiven Sinne. Gibt es überhaupt einen positiven Sinn bei verschnupft? Hält sich etwas schräg, aber auch ein guter Sprung. 107 Meter. Knapp. Aber liegt vor uns. Valvo, der nächste Österreicher. Startet sofort. Platz 13 nur nach dem ersten Durchgang. Und jetzt muss er mal einen raushauen hier. 108,5 Meter. Aber weniger Punkte. Schlechte Haltungsnoten. John Tanner. Guter Verlauf bislang für ihn. Platz 12. Oh. Rettet den Sprung noch. 107 Meter, aber auch 90 Punkte. Etwas weniger als ich jetzt im zweiten, aber der erste war natürlich besser. Horngacher. Horngacher. Platz 6 im Gesamtweltcup. Was wird er hier bringen? Gute Flugbahn. Jawohl. 108 Meter. Kasai kommt jetzt. In der Heimat läuft es nicht so. 108,5 Meter, trotz alledem, aber 89,8 Punkte. Wiethölzel auf der 13. Im Gesamtweltcup. Gute Flugkurve. Können sich alle jetzt im ersten und zweiten Drittel eigentlich ganz ordentlich halten da oben. Aber nur 102 Meter. Ui. Okay. Sah für mich weiter aus. Matti Hautamäki, der nächste. Ja, können sie alle gut im ersten und zweiten Abschnitt halten, aber dann, kurz bevor sie zur Landung ansetzen, geht es dann doch nach rechts oder links, wie man hier sieht. Hautamäki. Mhm. 109,5 Meter, glaube der bislang beste, weiteste Sprung, aber trotzdem, man sieht an den Haltungsnoten, das ist nicht besonders, sonderlich gut. Also es könnten noch ein paar Positionen für uns nach vorne gehen. Jetzt kommt Zoo, The Beast Nummer 2. So. Hat schon Probleme im ersten Flugdrittel, stabilisiert sich, aber auch er kommt nicht sehr weit. Weniger Punkte als wir, hat aber im ersten Durchgang mehr geholt. Jetzt kommt Titty Croft. Mit ihr ist immer zu rechnen. Auch für eine Podestplatzierung. Und... Ah! Aber ein guter, weiter Sprung war es trotzdem. 111 Meter, jawohl. Hat sie wieder einen rausgehauen. Jetzt kommt Akinfen, wa? Da muss man mal Angst haben, dass nicht doch der Schanzentisch zusammenbricht. Der Donnerbalken. Kindfen war gut. Vielleicht nicht ganz so weit wie Lara Croft. Doch auch 111 Meter, aber schlechtere Noten, glaube ich. Und jetzt Michi. Michi Weißler. Starker erster Durchgang hier. Zeigt er und jetzt. Oh, verkantet und muss dann aufsetzen. 109,5 Meter noch gerettet, 90,1 Punkte. Schlechte Flugverhältnisse für ihn. Rickard Riedel. Guter Quali-Sprung in den Top 12 schon gewesen. Jetzt auf Platz 3, glaube ich.
Aber wird er das halten können? Das ist die große Frage. Macht er hier Punkte gut? 107 Meter wird verlieren. Und jetzt kommen die Top 2. Jetzt werde ich alles raushauen hier. Mit meinen Flügeln werde ich Deadpool überflügeln. Die Fledermaus springt mit ihren schwarzen Skiern und. Aha. Wie viele Punkte gibt's? 99,7, glaube ich, wie schon im ersten Durchgang. 114 Meter, allerdings ging es weiter für ihn. Noten natürlich nicht so gut. Ja, 99,3 dürfte Deadpool nur machen. Wenn ich jetzt richtig liegen würde. Auch er stabilisiert sich gut. Schwer einzuschätzen. 98 Punkte, das müsste für Batman tatsächlich gereicht haben. Jetzt bin ich gleich gespannt. Ich bin erstmal gespannt, wo wir stehen. Am Ende auf der 16? Ja, immerhin. Das ist ein gutes Ergebnis, damit bin ich zufrieden. Der zweite Sprung war nochmal deutlich besser. Wir gucken, Blusenbärli auf die 29 zurückgefallen. Alfred auf der 26, auch wieder mal Punkte geholt. Die Edda auf der 19, Joker auf der 16, Lee Arid auf der 15, Valvo auf der 14. Verliert also doch gewaltig gegenüber Akin Fenwa. Kenny auf der 12, John Tanner auf der 11. Kasai wird 10. Goldberger 9. Su auf der 8, Horngacher 7, Michi Beißler auf der 6, Rickard Riddell auf der 5, Akin Fenwa 4, Lara Croft auf der 3, Deadpool auf der 2 und Batman gewinnt. Ja, ich bin der beste Sieg in Japan. Jawohl, feiert mich. So sieht's also aus. Die Fledermaus kann's noch. Zwei gleichwertige Sprünge, 99,7, während Deadpool der erste Sprung 100,1 Punkte gelingt, aber im zweiten mit 98 dann federn lässt. Beide aber springen in einer anderen Liga, das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin mit Platz 16 mehr als zufrieden hier. Und wir machen einen Sprung nach oben, haben vielleicht Funaki überholt jetzt, denke ich mal. Wir haben jetzt 59 Punkte, sind auf Platz 28. Sehr, sehr nice. Die Top 10 schauen wir uns an. Rickard Riddell auf der 10, Kasai auf der 9, Matti Hautamäki auf der 8, Michi Beißler auf der 7 jetzt. Der muss auf jeden Fall einen Sprung nach oben gemacht haben, weil Hautamäki und Kasai doch haben jetzt federn lassen im letzten Spring. Horngacher auf der 6, Croft auf der 5 und ja, Valvo durch das Springen jetzt doch im Hintertreffen geraten. 100 Punkte Rückstand auf Akin Fenwa, da wird es schwer werden. Und Lara Croft, ja, 85 Punkte. Ne, 75, oder? Ja, 75 Punkte. Da ist vielleicht noch was möglich. Batman denke ich mal trotzdem nicht. Da müsste Deadpool jetzt einige Male nicht unter die Top 30 kommen und er müsste mal gewinnen. Aber daran glaube ich momentan nicht mehr. 1370 zu 1620. Da ist der Abstand zu groß. So, und wir kriegen immerhin 2800 Euro für den 16. Platz. Haben jetzt wieder 4970 auf dem Konto. Und ja, habe erst überlegt, ob ich jetzt wie am Anfang dieses Let's Plays 2 Spring aufnehme, aber ich glaube, ich weiß leider jetzt nicht, wie es zeittechnisch aussieht. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal bei dem einen Springen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nach Salt Lake City. Das war ja eine Olympiaschanze. Aber welches Jahr das jetzt war, da bin ich überfragt. Ich werde vielleicht mal nachgucken. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.